Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stano Gaming und heute spielen wir wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde Zitaken 2. Und in der heutigen Folge, okay, unsere Mitarbeiter sind wieder am Arbeiten, stark. Die haben einfach die ganze Zeit nicht gearbeitet. Und in der heutigen Folge wollen wir natürlich wieder weitere Dinge machen. Also wir können ja erstmal auch wieder ein paar Dinge. Ja gut, wir können eigentlich nur das hier upgraden. Dann machen wir einmal so. Wie teuer ist es eigentlich, ein neues zu holen? Man kann sich auch eine Fabrik irgendwann kaufen für 25 Mille. Die habe ich auch natürlich, wie man hier oben sieht. Nein, ich will nicht cheaten. Wir sind auf Platz 4 mit dem hier. Also mit dem Prozessor 4 sind wir auf Platz 4. Das passt doch. Hier wurden gar keine erstellt, so viele. Okay. Ja gut, der erste Prozessor ist ein bisschen kacke. Eigentlich könnten wir das hier einstellen. Aber mache ich nicht. Mach mal minus 5%. Die Nachfrage nach Computern hat sich normalisiert. Ja, ich habe eh keinen Computer, Junge. Okay, es funktioniert, glaube ich. Ich habe es einfach runtergesetzt auf 5%. So. Stufe 6, Stufe 7. Plus 2. Keine Ahnung, was das bedeuten mag, aber okay. Ja, wir können eigentlich nicht so viel jetzt machen, ne? Außer hier warten, bis wir irgendwie. Ja, komm, wir machen den neuen jetzt rein, Alter. So, das fünfte Modell mittlerweile. Ah, wir können hier jetzt mehr Hertz. Mehr Hertz ist gut für die Umwelt. Spaß. Also maximale Frequenz und Grundfrequenz. Okay. DDR3 haben wir jetzt auch. Oh, wir haben hier auch maximale Speicherfrequenz, die wir hochmachen können. Aber ansonsten nichts. Das ist schade. Wir machen 120, dann verdient. Ah, 121, weil dann verdiene ich plus 65. Dollar Wonies, wollte ich sagen. So. Gut, er arbeitet jetzt und dann können wir nämlich gleich wieder mit diesen komischen Dingern hier. Nein, warum klicke ich denn immer drauf? Diesen komischen Dingern da. Bisschen halt machen. Was ist das denn hier? 250 Dollar die Woche. No. Ah, da kann man hier so ein bisschen Marketing machen. Ja. Sollen wir mal hier überall? Das wäre dann schon eine Mille in der Woche. Lassen wir erstmal. Was ist das denn hier? Wo bin ich denn? Oh, ich bin nicht mehr hier. Hä? Ach doch, ich bin hier. Wir machen immer noch. Warum sind wir denn immer noch so. Wir machen doch schon voll viel gutes Geld. 72k, 7,6k. Bruder, warum haben die denn hier alle immer so viele? Egal. Wir lassen uns davon nicht unterkriegen. Denn jede kleine Firma kann es irgendwann mal schaffen, ja? Also warten wir mal. Ah, ist fertig. Standard Prozessor 5. Na, ich frage mich gerade, ob er besser ist oder schlechter ist. 10 Millionen, nee, ich habe kein Geld dafür. Ich muss die ganzen Dinger hier rein investieren. Bitte ist sehr gut, bitte ist sehr gut. Ja! 6,9! Ja! Er hat eine glatte 6. Er hat eine glatte 6, aber da ist so ein Stück von. Egal. Auf welchen Platz kommt er jetzt? Dritten. Yeah! Ich habe irgendeine Firma damit, glaube ich, eingeholt, oder? Wir gucken jetzt. Ja, ich habe den Intel Core i3 eingeholt. Let's go, Leute. Let's go. Jetzt müssen wir versuchen, irgendwie den i5 einzuholen mit 1800. Eigentlich müssten wir hier auch diesen AMD Ryzen 3010 von AMD einholen. Aber die haben schon 4000 Punkte, Junge. Was haben die da gemacht, Alter? Wir haben außerdem 24. Aufgrund einer Notlage können unsere Mitarbeiter mehrere Tage lang nicht arbeiten. Das ist schade. Okay, das ist auch bald schon wieder leer, wie man sieht. Boah, ich hätte nie das Ding hier holen sollen. Den Prozessor, Bruder. Ich habe alles da rein investiert. Unsere Mitarbeiter sind wieder an der Arbeit. Okay. So, wir können ja hier schon mal jetzt gucken, was können wir hier kaufen.
gar nichts. Das ist natürlich blöd. Wir können aber auf 30 sparen und dann können wir uns hier also mehr Anzahl an Kernen holen. Finde ich relativ gut. So, 1,3, ja, das ist gleich wieder ausverkauft, der Prozessor 5. So. Ah, ich bin froh, dass ich die eingeholt habe, also das ist geil. So, Verkauf abgeschlossen. Standard Prozessor 5. Boah, ich mach den jetzt hier auf. Ja, schön, dass das verfügbar ist. Mach ihn jetzt hier auf. Hallo, ich will ihn reduzieren. Kann ich ihn nicht reduzieren? So. Gut, ich kann ihn nicht reduzieren. Ich will ihn nicht mehr reduzieren. Ich will ihn auf mehr reduzieren, aber es geht nicht. Gut, wir haben 27 Millionen, sehe ich gerade. Oh, wir haben auch... Okay, wir haben keine 27 Millionen mehr. Hat sich gerade so eben geändert. Okay, wir haben jetzt hier wieder ein bisschen besseres Zeug. Sollen wir schon direkt den sechsten rausbringen oder erstmal warten, bis wir vielleicht die Anzahl der Kerne nochmal erhöhen können? Nein, machen wir nicht. So, Standardprozessor 6. Der sechste. So, jetzt haben wir nämlich 4 Kerne. Wir sind hier immer noch nicht bei 100%, ne? Also das ist immer noch Größe der Transistoren. Da muss ich auch was beheben. Der ist im gelben Bereich, das heißt nicht zu geil. Speicherkanäle ist 100, okay. L2 Catch und L3 Catch. Warte mal. Immer kurz was gucken. Nur mal kurz so was gucken. Habe ich? Ah ne, hier. L3 und L2. Ja, die müsste ich erhöhen. Ja, und halt hier den Anzahl der Kerne und die ein bisschen, ne? Speichertyp DDR4, das ist auch geil. Aber wir entwickeln jetzt erstmal den sechsten hier. Die Nummer 6. So. Okay, also maximale Frequenz und Grundfrequenz muss auf jeden Fall noch höher. Und auch die Kerne. Und dann hier noch vielleicht die, aber also der Speichertyp ist bei 100%. Also da ist nichts anders. Aber hier. Größe der Transistoren, da muss ich auch gleich nochmal gucken, weil das ist bei 50. Kriegen wir aber hier schon hin. Eigentlich ist das... Oh. Machen wir wieder hier so... Gehen auf jeden Fall wieder hier rein. So, zack. $74 plus, das ist gut. So, entwickel die Korke doch mal. So. Okay, dann können wir mal gucken. Also, Größe der Transistoren hier, 50... Dingens kostet das hole ich dann. Ja, ich spare jetzt erstmal. Ich hole mir jetzt nichts Neues. Sondern wir warten jetzt einfach mal, bis wir hier gutes Dingens haben. So, wir oder ich, beziehungsweise wir. Was denn jetzt, Alter? Das Produkt ist fertig. So, wir werden ein bisschen. Wenn das jetzt scheiße ist, dann habe ich einen großen Fehler. Es ist scheiße. Warte mal, wir haben 5,1 Sternebewertung. Ich habe mehr erwartet. Intercore i3 kann nicht verglichen werden. Fällt mir nicht. Intercore viel besser. Ja, dann logisch ist das besser, Junge. Ich fange da auch gerade erst an. Okay, ich bin auf Platz 5. Mit 1900 bin ich auf Platz 5. Was hat sich hier schon wieder geändert? Alles klar. Intercore i7, Intercore i5. Sehr gut, die sind alle besser geworden, ne? Okay, also wir sind jetzt mit ihm auf Platz 5, was gar nicht mal so schlecht ist. Also wir haben auch irgendwie komischerweise jetzt 2000 Punkte fast. Fragt mich nicht warum. Aber wir haben auf jeden Fall den i5 jetzt auch eingeholt, was ziemlich gut ist. Wir müssen natürlich hier die beiden, also wenn wir auf Platz 3 sind, dann ist es schon mal gut. Dann sind wir nämlich im grünen Bereich. Wir kriegen wahrscheinlich jetzt richtig viel Kohle, weil ich wirklich alles an Geld in dieses Produkt reingesteckt habe. Ich hoffe, dass wir gutes Geld kriegen. Es besteht eine hohe Nachfrage. Wir haben kein Mainboard. Hä? Sorry. War nicht mit Absicht. Sorry. So, was wollte ich jetzt gucken? Okay, wir haben 53. Jetzt könnten wir die Dingsbums da holen. Ihr wisst, was ich meine. So. Machen wir auch einmal. So, zack, habe ich geholt. Okay, wir müssen irgendwie jetzt
aber noch diese Punkte hier kriegen. Also wir haben gleich 30.000, Millionen. Das ist schon mal gut. Wir haben dann unsere ersten 30 Millionen sind jetzt auf dem Konto. Das schmeckt doch. Wir haben sogar jetzt gleich 35 Millionen. Jetzt haben wir 36 Millionen. 37. Kriegen wir noch die 40? Ah. Nö. Wir kriegen nicht die 40. Ist aber auch egal. Wir machen halt mit diesem blöden Drecksprodukt halt immer noch so behindert wenig. Wir sind aber noch auf Platz 5. Das ist schon mal gut. Ja, wir müssen irgendwie es schaffen, auf Platz 1 zu kommen hier in dieser Kategorie. Das schaffe ich aber nur, wenn ich wirklich komplett viele Dinge habe. Also ich habe jetzt Kerne habe ich jetzt hochgepusht. Ja, eigentlich muss ich hier diese L3 und L2 Catcher hochpushen. Aber wir pushen auch einfach das hier hoch. So. Das, was am wenigsten kostet, das sollte man auch hochpushen. Ne? So. Was haben wir gemacht? Wollen wir jetzt. Ja, komm, wir ballern direkt jetzt siebte raus. Also wir müssen ja so oder so die ganze Zeit rausballern, bis wir. Oh. Größe der Transistoren ist jetzt auf 100%, aber man merkt schon, Grundfrequenz, maximale Frequenz, die sinken so langsam. Das heißt, die anderen Produkte von den anderen Firmen sind auf jeden Fall zum Teil jetzt schon besser. So wie hier diese Catch-Dinger da, die muss ich auch noch besser machen. So, wir sehen erstmal. Oh, das ist. Okay, wir machen mal. Machen mal 94. So, ich glaube, das könnte jetzt ja kompletter Schmutz sein, ich hoffe nicht, weil ich will natürlich Geld kriegen. Es besteht eine geringe Nachfrage nach Mainboards. Ja, ich jetzt nerv mich nicht wieder mit. Warte mal, Statistiken hier. Wir machen immer noch wenig. 28.000 Dinger. Oh. Oh, wir könnten aber bald Coal Master einholen mit dem Unternehmenswert. Oh. Wir haben sogar mit dem monatlichen Einkommen jetzt eine Firma eingeholt, was schon mal sehr geil ist. Aber die Fans, die da, ja gut, wir haben 28.000 Fans. Also wir haben, ja, wir sind nicht mehr letzter im monatlichen Einkommen, im jährlichen aber schon. Im Unternehmenswert sind wir auch noch ein bisschen darunter. Ja, wir schaffen das schon. Okay, wir haben jetzt unseren siebten Prozessor rausgebracht und ich hoffe, der ist gut. Ballern jetzt hier wieder komplett rein. Wir haben jetzt alles daran reingebracht. Wir haben dann noch 3,85 Millionen übrig. Ich gucke nicht hin. Oh. Ja, gut. Also 1,7 ist natürlich Schmutz, ne? Wir kommen aber trotzdem auf 2,1. Ich verstehe nicht, wieso wir trotzdem auf diese Anzahl kommen, wenn das scheiße ist. Machen wir wenigstens Millionen damit? Ja, machen wir. Das ist schon gut. Also, wenn wir Millionen damit machen, das ist im Rahmen. Wir müssen ja irgendwie auch auf unsere Kosten hier kommen, ne? So. Oh, CSGO ist ist rausgekommen. Was ich eigentlich gucken wollte ist, warum ist denn jetzt der i3 wieder oben, hä? Ach so, das ist ein anderer i3. Das ist i3-3. Und dann gibt es einfach ein i5-3. Alles klar. Ein i7-1. Okay. Ah, auf 5. und 6. sind wir jetzt sogar. 10, 11, 12, einfach nur wir. Okay, und dann kommt mein erster, der hat 16. Okay, also wir sind auf dem 5. Wir müssen halt einfach die ganze Zeit nur jetzt hier reinballern in diese Dinger. Anzahl der Kerne, rein da. Gibt es hier noch irgendwas? Ja, wir müssen jetzt erstmal warten, bis wir ein neues machen. Wir müssen jetzt hier erstmal diese Dinger hier sparen. Und dann kaufen wir uns hier diese L1, L3 und L2 Catch-Dinger. Ja, Leute, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, warte mal. Derzeit findet eine bekannte Computerausstellung statt. Möchten Sie teilnehmen? Ja, aber wir haben nicht viel Geld. Oh, wir haben 10 neue Fans. Das schmeckt. 38.000, okay. Ich habe jetzt einfach mal kurz hier 5 Millionen rausgeballert, aber das macht ja nichts. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen dauerhaften Tag. Haut rein, Leute, euer Sando und ciao, ciao.